Die Verschwörungstheorie rund um den Austrobriefbomber Franz Fuchs und die Bajuwarische Befreiungsarmee. Am 3. Dezember 1993 beginnt in Österreich eine Terrorserie gegen Personen, die vorwiegend im Bereich der Ausländerbetreuung engagiert sind. Erste Opfer sind die ORF-Moderatorin Silvana Meixner und der Hartberger Pfarrer Janisch, die durch Briefbomben verletzt werden. Eine Bombe, die für Caritas-Präsident Schüller bestimmt ist, konnte glücklicherweise rechtzeitig entdeckt und entschärft werden. Am 5. Dezember 1993 wird der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk durch eine Briefbombe schwerst verletzt. Montagabend 18.05 Uhr, exakt nach Flugplan, landen Bürgermeister Helmut Zilk und Gattin Dagmar Koll auf dem Flughafen Schwechat. Sie kommen aus Zürich und werden vom Chauffeur abgeholt. Wie gewohnt beginnt der Bürgermeister bereits im Auto mit der Durchsicht seiner Postmappen, die ihm der Chauffeur mitgebracht hat. Zuerst die Dienstpost, seine Privatpost öffnet Zilk dann zu Hause, in der Wohnung Naglergasse Nummer 2. Um 20.06 Uhr, also 2 Stunden nach der Landung, geht die Briefbombe hoch. Der Bürgermeister wird mit schwersten Verletzungen an der linken Hand in die Notaufnahme des Wiener AKH gebracht. Zilk verliert viel Blut und befindet sich kurzzeitig in Lebensgefahr. Während er in der Notaufnahme versorgt wird, trifft Vizebürgermeister Meyer ein, der die Öffentlichkeit informiert. Bundespräsident Glestil kommt kurz danach in die Unfallchirurgie. Das ist eine Radikalisierung, die wir in unserer Republik bisher nicht gekannt haben. Für die zahlreichen Journalisten und Fotografen gibt es vorerst eine Informationssperre. Kein Kommentar. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. SPÖ-Vorsitzender Michael Häupl ist sichtlich schockiert. Hier handelt es sich ganz offensichtlich um einen Terrorismus im eigenen Land, der einer Szene zuzuordnen ist, die ja auch auf der Hand liegt. Das ist rechtsradikaler Terrorismus, den wir hier in Österreich haben, zu meinem Leidwesen. Bald ist klar, dass sich der Bürgermeister einer komplizierten mikrochirurgischen Operation unterziehen muss. Wie viele Finger gerettet werden können, ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Der Operationstrakt wird hermetisch abgeriegelt. Kein Eintritt für die Presse. Dagmar Koller, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in einem Nebenraum der Wohnung aufhielt, kehrt in die Naglergasse zurück. Sie hat einen schweren Schock und war ebenfalls in ärztlicher Behandlung im AKH. Auch die Naglergasse ist gesperrt. Experten der Spurensicherung sind im Einsatz. Im AKH dauert die erste Operation 4 Stunden, wobei Helmut Zilk 3 Finger der linken Hand amputiert werden mussten. Wegen Herz-Kreislauf-Problemen wurde der Bürgermeister um 2.30 Uhr in den Tiefschlaf versetzt. Briefbomben, die für Wolfgang Gombotsch, den Obmann eines slowenischen Vereins, und für die Grünpolitikerin Madeleine Petrovic bestimmt sind, können ebenso zum Glück noch rechtzeitig entdeckt werden. Am 6. Dezember 1993 explodiert in einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei die nächste Bombe. Sie war an einen türkischen Verein gerichtet, der inzwischen in Konkurs gegangen ist. Die Bombe landet so beim Masseverwalter und verletzt eine Angestellte. Bomben an die grüne Minderheitensprecherin Teresa Stojcic und Frauenministerin Johanna Donal können ebenso rechtzeitig entschärft werden. Sämtliche Briefbomben sind von Bekennerschreiben einer sogenannten Bajuwarischen Befreiungsarmee begleitet. 7. Dezember 1993. Selbst die anfangs mit ihren Einschätzungen sehr vorsichtige Staatspolizei ist nun eindeutig der Meinung, dass der oder die Attentäter im rechtsextremen Lager zu suchen seien. Am nächsten Tag nimmt man vor allem Jörg Haider in Schutz. Es sei grotesk, der FPÖ im Allgemeinen und Jörg Haider im Speziellen die alleinige Schuld am Bombenterror in die Schuhe zu schieben, schreibt der damalige Journalist Peter Knahm. Wer bitte hat der FPÖ und Haider die alleinige Schuld am Bombenterror gegeben? Haider selbst verspricht verbale Zurückhaltung und lässt FPÖ-seitig die ausgesetzte Schilling-Belohnung verdoppeln. Man muss im Gesamtkontext der Terrorserie das politische Klima der 1990er Jahre in Österreich berücksichtigen. Die FPÖ unter Dr. Jörg Haider machte mit einem Anti-Ausländer-Volksbegehren massive Stimmung und spaltet somit das Land.
1993 gehen alleine in Wien 300.000 Menschen beim legendären Fackelmarsch gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße. Die Rechtspopulisten unter Haider machen auch gegen das kommende EU-Beitrittsvotum massiv Stimmung. Die FPÖ und der einhergehende Rechtsruck stellten für gewisse Kreise zweifelsohne eine massive Bedrohung dar. 1995 erreicht die Terrorserie ihren traurigen Höhepunkt. In einer Februarnacht werden 4 Roma-Angehörige durch die Explosion einer Rohrbombe getötet. Anfangs hielten sich die Medien an eine Unfallversion, doch schon tags darauf konnte diese revidiert werden. Auf der Rohrbombe war ein Schild platziert mit der Aufschrift Roma zurück nach Indien. Nur wenige Tage danach explodiert in der burgenländischen Gemeinde Stiegnitz ebenfalls eine Bombe, durch die ein Polizist an der Hand schwerst verletzt wird. Auch hier gibt es wieder Bekennerschreiben der bajuwarischen Befreiungsarmee. Bedroht sind all die Schivkowitz, Granditz, Stojsic, Resetaritz und Janic, sprich alle mit Migrationshintergrund. In Folge wird von der Polizei ein Phantombild verbreitet. Es zeigt angeblich den Fahrer eines PKWs, der sich vor dem Oberwarter Anschlag verdächtig bei der Roma-Siedlung aufgehalten haben soll. Es sieht dem 2,5 Jahre später ermittelten Täter erstaunlich ähnlich, aber auch vielen anderen Männern, die keine Glatze und einen ähnlichen Bart haben. Am 11. Februar 1995 werden die Opfer von Oberwart schließlich bestattet. Sämtliche Politiker nehmen an der Beerdigung teil. Ein schlechtes Gewissen scheint überall vorhanden, außer jenes der Freiheitlichen, die in Scharen nicht zu den Verabschiedungen drängen. Der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky nimmt wegen eines Staatsbesuchs in Kanada nicht teil. Er hatte den Angehörigen allerdings zuvor schon einen Kurzbesuch abgestattet und sich entsetzt über die schlechten Lebensverhältnisse der Roma geäußert. Auch wenn die vor rund 5000 Teilnehmer gehaltene Trauerrede zum Teil echte Betroffenheit beinhaltete, wie sich Österreicher zu Rechtsextremen verhalten, zeigte sich selbst hier von seiner negativen Seite. Die übliche Antifa-Sonntagsrede vom damaligen Nationalratspräsident Heinz Fischer löst Zuhörerproteste aus, was wiederum andere Redner zu mehr Toleranz auffordert. Doch politische Forderungen aufgrund der Terrorserie waren unerwünscht. Nachdem es in Summe 5 Briefbombenserien gab, werden auch sogenannte Verschwörungstheoretiker hellhörig. Einer der prominentesten ist der damalige ORF-Journalist Hans-Christian Scheidt, der mit seinem Buch zwar keinen Bestseller schreibt, jedoch die Einzeltätertheorie massiv ins Wanken bringt. Er kommt zu dem Schluss, dass vor allem die Bekennerschreiben nicht von ein und derselben Person stammen können. Weiters wirft auch der Selbstmord von Franz Fuchs massive Fragen auf. Denn wie ist es dem Mann gelungen, ohne Hände sich in einer Gefängniszelle mit Hilfe eines Telefonkabels zu erhängen? Das muss mir erst einmal jemand vorzeigen. Schließlich sprengt Fuchs während einer Routine-Polizeikontrolle einen Sprengsatz, bei dem er beide Hände und Finger verliert. Doch wie erwähnt, soll er es dennoch geschafft haben, sich ohne Hände mit einem Kabel zu erhängen. Für mich persönlich nicht glaubwürdig. Doch das und die Unstimmigkeiten bei den Bekennerschreiben sind nur ein paar der vielen Fragezeichen, die zu der rechten Terrorserie in Österreich gehören. Wirklich aufgelöst ist der Fall bis heute noch nicht, doch mit dem Ableben des mutmaßlichen Attentäters war für Justiz als auch die Medien der Fall Geschichte. Wir kennen dieses Vorgehen ja von verschiedensten Fällen in der Geschichte. Stichwort Lee Harvey Oswald. Denn die Einzeltäter-These ist für viele Experten bis heute nicht glaubwürdig. Womit aber haben wir es hier nun zu tun? Etwa mit einer Art Stay-Behind-Struktur, die mit allen Mitteln ein Ausscheren Österreichs aus dem EU-Kurs zu verhindern versuchte? Doch dies ist nur Spekulation. Mehr zu den möglichen Motiven und Attentätern präsentieren wir euch in der Nachbetrachtung zu diesem Video.